2022 war ein sehr turbulentes Jahr bei Aktien und Anleihen. Als Alternative gibt es Total Return Fonds, die versuchen, hier ein attraktiveres Rendite-Risikoprofil zu erreichen. Wir versuchen mal, hinter die Kulissen zu schauen. Was sind Total Return Fonds und wofür kann man sie einsetzen? Das Jahr geht langsam dem Ende zu und das ist natürlich immer auch so eine Möglichkeit, ein kleines bisschen das Jahr Revue passieren zu lassen. Und da fällt auf, dass dieses Jahr ein sehr, sehr spezielles Jahr war in dem Sinne, dass wir heftige Volatilitäten hatten, heftige Rückschläge. Muss man sagen, das ist man am Aktienmarkt immer mal gewöhnt, dass Märkte 10, 20, 30 oder auch mal 40% fallen. Was dieses Jahr so besonders war, das war der Rentenmarkt, der teilweise auch extrem stark gefallen ist. Staatsanleihen, teilweise mehr als 20% relativ zum zuvor erreichten Höchststand. Das waren Rückschläge, die man so seit einer halben Ewigkeit teilweise noch nie so gesehen hat. Und dementsprechend waren dann auch gemischte Portfolios dieses Jahr zeitweise deutlich im Minus. Und es hat eigentlich die letzten Jahre und Jahrzehnte auch nur wenige Situationen gegeben, wo auch gemischte Portfolios in der Summe zeitweise so starke Rückschläge erlitten haben, wie man das dieses Jahr beobachten konnte und beobachten musste. Und eine Frage ist dann natürlich die, was kann man machen, um solche Rückschläge in Portfolios etwas abzumildern? Und die klassische Antwort, die man da typischerweise geben kann, ist die zu sagen, ja, dann mischen wir Total Return Fonds bei. Und die Frage ist, was ist ein Total Return Fonds? Das ist ein Fonds, der versucht, ein Rendite-Risikoprofil zu haben, was nicht dem gleicht von Aktien oder von Anleihen und wo es auch nicht möglich ist, durch eine Mischung von Aktien und Anleihen ein solches Rendite-Risikoprofil zu erhalten. Und wenn man dann solche Total Return Fonds beimischt, dann wirkt das in der Summe diversifizierend auf das Portfolio und dann gehen auch die Rückschlagsrisiken zurück. Und es gibt natürlich verschiedene Arten von Total Return Fonds. Ich will hier mal einige nur exemplarisch nennen. Man könnte zum Beispiel anfangen mit Microfinance Fonds, also Mikrofinanzfonds, wo das Geld, was quasi eingesammelt wird durch die Ausgabe von Voranteilen, genutzt wird, um Mikrokredite zu vergeben, sehr, sehr kleine Kredite. Typischerweise macht man das in Schwellenländern. Die Zahlungsmoral ist dort sehr, sehr hoch. Die Ausfallquote ist langfristig sehr gering. Und das Profil, was sich dort ergibt, hat absolut nichts zu tun mit den typischen Zyklen am Aktienmarkt oder am Rentenmarkt. Deswegen ziehen solche Fonds typischerweise ihre Bahn, was die Wertentwicklung betrifft, losgelöst davon, was an Aktien- oder Rentenmärkten passiert. Und dann hat man eben schon mal einen Diversifikator im Portfolio. Eine andere Möglichkeit wären sogenannte Cat-Bond-Fonds, also Katastrophenanleihen-Fonds, wo man mit solchen Fonds, mit solchen Vehikeln größere Risiken mithilft zu versichern, Risiken, die auftreten, wenn beispielsweise ein Hurricane einen Landstrich zerstört. Das können auch Erdbebenrisiken sein, die hiermit versichert werden, wo daraus Versicherungsleistungen dann gezahlt werden. Und solche Risiken sind natürlich auch per Definition unabhängig von dem, was an Kapitalmärkten passiert, weil die Existenz eines Hurricanes oder eines Erdbebens korreliert nicht mit Konjunkturzyklen oder dem, was Notenbanken machen, also wiederum komplett losgelöst. Es gibt noch weitere Beispiele. Man kann auf Trends setzen, man kann beobachten, in welche Richtung bewegen sich Märkte. Man kann an diesen Trends dann partizipieren. Diese sogenannten Trendfolgemodelle haben den Vorteil, dass sie auch in fallenden Marktphasen profitieren können und tatsächlich eine positive Performance produzieren können, auch wenn Märkte konsistent fallen, weil man eben Instrumente nutzt, die eine positive Performance aufweisen, wenn die Märkte fallen. Das setzt natürlich voraus, dass dann der Trend auch persistent ist. Wenn man alle drei Tage einen Trendwechsel hat, dann funktioniert das nicht. Aber in der Summe können solche Fonds auch einen Mehrwert liefern. Das können auch optionale Strategien sein, die auf Basis relativ komplexer Zusammenstellung von Optionen und mit dem Nutzen von Regeln, wie man diese Optionen einsetzt, ein Profil erzielen, was sehr, sehr attraktiv sein kann. Man kann marktneutrale Aktienfonds bauen, wo man auf Aktien setzt, die ein besonders großes Performance-Potenzial haben und andererseits Aktien leer verkauft, also auf fallende Kurse setzt. Bei Aktien, wo man ein sehr negatives Kurspotenzial erkennt und wenn man das geschickt konstruiert,
dann haben solche Fonds am Ende auch gar keine Korrelation mehr zum Aktienmarkt. Sie sind quasi marktneutral und haben trotzdem die Chance, langfristig peu à peu eine positive Performance zu generieren. Jetzt muss man sagen, solche Total Return Fonds funktionieren nicht immer. Das kann man nicht erwarten. Und es gibt auch sehr viele Fonds, die tendenziell sogar überhaupt gar nicht gut funktionieren. Da liegt dann die Leistung des Asset Managers darin, solche Fonds zu selektieren und so sinnvoll zusammenzustellen, dass sie im Kontext mit klassischen Aktien und klassischen Anleihen auch einen Mehrwert erzielen können. Aber dann gelingt es tatsächlich auch, ein Jahr wie das Jahr 2022 ein bisschen entspannter zu erleben, weil die Rückschläge und Rückschlagsrisiken in der Summe auch ein bisschen kleiner geworden sind durch die Beimischung von Total Return Produkten oder Total Return Fonds. Natürlich hoffen wir alle, dass das nächste Jahr dann in der Summe deutlich positiver und entspannter verlaufen wird als dieses Jahr. Unsere Einschätzung dazu werden wir im Laufe der nächsten Wochen in verschiedenen Videos aufarbeiten, die ich hiermit schon mal ankündige.